Grüß euch, ich bin der Christoph. Wir gehen jetzt an den Schwammerlhof und machen Pilzjerky. Kommt mit! Schwammerlhof ist ein Pilzzuchtbetrieb. Mein Fokus liegt auf Austernpilze und Edelpilzraritäten, die es europaweit noch nicht auf dem Markt gibt. Es wird Pilzsubstrat, also der Nährboden für die Pilze, gemacht. Er wird beimpft, er wird bebrütet und schlussendlich zur Fruchtung gebracht. Die Pilze, die nicht als Frischpilz verkauft werden können, weil sie irgendeinen optischen Fehler haben, die sortiere ich aus und mache daraus das Pilzjerky. Also das Pilzjerky ist eine vegane Alternative zum Beef Jerky. Es ist ein bisschen knuspriger, wenn man es aus dem Glas rausholt. Wenn man das Glas länger offen lässt, wird es ein bisschen gummiger und kommt nachher auch von der Konsistenz her ziemlich neu zum Beef Jerky. Ich empfehle andere Lebensmittelproduzenten, dass sie einfach das machen sollen, was ihnen Spaß macht und auch ein bisschen aufs Umfeld losen.